Moin Leute, ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar hat der Lars von Rohe Energie letztens veganen Mozzarella gemacht. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie er das gemacht hat, dann klickt am besten hier oder unten in der Videobeschreibung. Und ich wollte das Rezept gerne nochmal als Video nachmachen. Allerdings ist es ziemlich einfach, also es besteht glaube ich nur aus 4 Zutaten. Deswegen dachte ich, wenn ihr das Original Mozzarella-Rezept sehen wollt, dann klickt einfach auf sein Video. Oder ich schreibe die Zutaten nochmal unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich gerne mit euch heute 3 Mozzarella-Variationen ausprobieren. Okay, los geht's. Die Zutatenliste ist jedes Mal ziemlich ähnlich. Ihr habt jedes Mal 400 ml Flüssigkeit, dann 100 Gramm Nüsse oder Samen. Ich habe jetzt hier Sonnenblumenkerne. Ihr könnt es aber auch zu Hause mal mit jeder anderen Nuss oder zum Beispiel auch mit Kürbiskernen ausprobieren. 2 Esslöffel gemahlene Flohsamenschalen. Das ist das, was dem Ganzen nachher die richtige Konsistenz verleiht. 2 Esslöffel Zitronensaft und jedes Mal einen halben Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Bei der Sonnenblumenkernvariante könnt ihr gleich mal die 400 ml zu den Flohsamenschalen dazugeben. Gleich mal schön verrühren. Bis ihr keine Klümpchen mehr habt und die Flohsamenschalen auch schon so ein bisschen anziehen. Und das müsst ihr jetzt ungefähr 2 Stunden quellen lassen. Und die Sonnenblumenkerne und die Cashewkerne, die müsst ihr einfach nur einweichen. Das Wasser, was ihr da reingebt, das kippt ihr allerdings später weg. Das soll das nur ein bisschen weicher machen. Für die zweite Variante habe ich mir gedacht, ja, normalerweise isst man zum Mozzarella ja Basilikum. Deswegen ist es gar nicht so abwegig, einfach mal einen Basilikum-Mozzarella zu machen. Das sind jetzt 400 Gramm Flüssigkeit inklusive Kräuter. Das heißt, ihr werdet nachher genau 400 ml Flüssigkeit haben. Und das müsst ihr einfach nur schön fein pürieren. So, einfach pürieren, bis ihr eine schön feine Flüssigkeit habt. Dann das Ganze wieder in eure Schale mit den Flohsamen geben. Und unterrühren, bis die Flohsamenschalen wieder schön angezogen haben. Und zusammen mit den eingeweichten Cashewkernen müsst ihr es dann nur 2 Stunden stehen und quellen lassen. Und als drittes habe ich hier wieder 400 ml Flüssigkeit inklusive einer Tomate. Könnt ihr einfach wieder auf eurer Waage abwiegen. Und ja, die werde ich jetzt genauso pürieren wie eben auch den Basilikum. Und auch hier wieder beide schön fein verrühren, bis die Flohsamen wieder schön anziehen. Wieder etwas Wasser auf die Cashewkerne geben und 2 Stunden quellen lassen. So, die Körner und die Nüsse sind jetzt schön eingeweicht, das heißt, ich kann jetzt erstmal das Wasser weggießen und die Sonnenblumenkerne kann ich jetzt schon mal in den Mixer geben. Dazu könnt ihr dann die eingeweichten Flohsamenschalen geben. Die 2 Esslöffel Zitronensaft. In diesem Fall gebe ich noch 1 Esslöffel Hefeflocken dazu, um das Ganze noch ein bisschen würziger zu machen. Und einen halben Teelöffel Salz. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr reinmachen. Das ist jetzt auf die Menge gesehen relativ wenig. Aber wenn ich das in einem Salat verwende oder auf Brot, dann salze ich mir das meistens eh nochmal nach. Außerdem ein kleines bisschen Pfeffer. So, das Ganze könnt ihr jetzt zu einer schönen feinen Masse pürieren. So, wenn ihr meint, dass ihr es lang genug püriert habt, dann könnt ihr das ganz einfach in eine Schüssel geben. Das sollte sich eigentlich ganz einfach lösen lassen. Und die könnt ihr dann erstmal eine Stunde oder länger kühl stellen, damit das Ganze bisschen fester wird noch. So, dann geht's an die Basilikum-Version. Die Flüssigkeit von den Nüssen wieder abgießen. Die eingeweichten Flohsamenschalen wieder in den Mixer geben. Zusammen mit den Nüssen, dem Zitronensaft
dem halben Teelöffel Salz und dem kleinen bisschen Pfeffer. Und das Ganze könnt ihr dann wieder schön fein pürieren. Ja, der sieht auch schon mal gut aus. Ist ein bisschen heller grün geworden, als ich dachte, aber auf jeden Fall riecht er prima nach Basilikum. Ja, auf den bin ich gespannt. So, und auch den könnt ihr wieder in eine Schüssel geben. Und dann erstmal im Kühlschrank schön kühl stellen. So, und jetzt noch die dritte und letzte Variante. Die Flohsamenschalen könnt ihr wieder in den Mixer geben. Die Flüssigkeit von den Nüssen abgießen. Und dazu geben wieder die 2 Esslöffel Zitronensaft. Ein halber Teelöffel Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Und ein drittes Mal alles schön fein pürieren. So, und so sieht die Tomatenversion aus, auch relativ hell geworden, aber riecht wunderbar tomatisch. Und wieder mal alles in eine Schüssel geben. Und eine Weile kühl stellen. So, nach einer Stunde abkühlen sind die 3 Mozzarellas auf jeden Fall auch schon ein bisschen fester geworden. Und die werden auch noch ein bisschen fester werden nach ein paar Stunden. Die könnt ihr jetzt ganz einfach auf einen anderen Teller stürzen. So, und damit habt ihr 3 vegane Mozzarella-Varianten. Die Verwendung ist da eigentlich auch recht vielseitig. Also ihr könnt die als ganz normale Tomaten-Mozzarella-Platte machen mit Balsamico-Creme, Olivenöl. Oder ihr schneidet die einfach in kleine Würfel und macht die zum Beispiel mit Tomatenstückchen und Feldsalat und Sonnenblumenkern. So esse ich das eigentlich am liebsten. Ihr könnt euch die auch einfach in Scheiben schneiden und aufs Brot legen. Dann noch vielleicht ein paar Zwiebeln dazu und ein bisschen Salz noch rüber. Ja, auch eine sehr leckere Variante. Und in den Kommentaren von Rohenergie habe ich auch gelesen, dass das da jemand auch zum Überbacken genommen hat. Soll wohl auch funktionieren, habe ich aber noch nicht getestet. Ja, werde ich aber demnächst noch machen, mal schauen. So, ich habe die jetzt mit Absicht ohne Salz und ohne Öl und Essig gelassen, weil ich die halt so probieren wollte. War ja ein Test, wie gesagt. Erstmal den Tomatenmozzarella. Ja, wirklich gut. Ich hätte jetzt erst gedacht, dass das zu sauer wird durch die etwas säuerliche Tomate und den Zitronensaft. Aber ja, also wirklich lecker. Dann die Version mit Sonnenblumenkern und Hefeschmelz. Ja. Also ich muss sagen, sie schmeckt einfach wirklich anders als die Originalversion oder als auch wirklich als die mit Tomate. Die Sonnenblumenkern, die bringen da so einen wirklich ganz anderen Geschmack rein. Und was ich an der Variante auch gut finde, ist, dass sie auch ein bisschen günstiger ist. Denn ja, ich nehme zwar gerne Cashewkerne und teilweise auch recht viel, aber ja, es geht halt immer so ein bisschen ins Geld. Und da gibt es ja wirklich günstigere Varianten, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam zum Beispiel. Und ja, damit kann man auch solche Sachen ein bisschen abwandeln und einfach ein bisschen günstiger machen. So, und die Basilikum-Version. Also ich muss schon fast sagen, die Variante erinnert mich irgendwie am meisten an Mozzarella. Das liegt aber wirklich wahrscheinlich daran, dass ich früher Mozzarella einfach immer mit viel Basilikum gegessen habe. Also wenn ich meinen Salat gerne aufwerten würde, dann wäre die Basilikum-Variante auf jeden Fall meine liebste. Aber ja, auch die anderen beiden müsst ihr unbedingt mal zu Hause probieren. Und vergesst nicht beim Mozzarella-Video von Rohenergie vorbeizuschauen, denn da erklärt Lars das auch noch ein bisschen. Ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen von diesem gesunden Rezept und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba, ba, da.